Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, das freut mich. Ja, heute geht es weiter mit den Wüsten, Türme, Steine, Gelände. Also Gelände ist jetzt wichtig, das andere vergesst einfach mal, was ich gesagt habe. also das wird jetzt das größte Geländestück und das werde ich aus, wie ihr seht, Styrodur machen und The Space aus Sperrholz. Die Idee dazu gekommen ist mir bei Battle Reports von Mini Wargaming. Den Kanal werden die meisten von euch erkennen. Wer nicht, schaltet mal ein, der ist echt gut. Ist in Englisch, kommt aus Kanada, aber ist geil. Ja. Ein Freund von mir, der spielt diese Schlangenmenschen und von Herr der Ringe und für den mache ich das. Da kommen dann noch Häuser dazu und alles, also seid gespannt, es wird richtig geil, die Platte. Diesmal benutze ich, wie gesagt, Styrodur, was ich ja recht selten mache. Wenn ihr die zuschneidet, die mit Styrodur arbeitet oder wie auch immer, seid bitte vorsichtig. Am besten arbeitet man da natürlich mit dem Messer, mit dem Teppichmesser, Bastelmesser, wie auch immer. Styrodur macht aber die Messer unglaublich schnell stumpf und dann versucht man natürlich automatisch immer mehr Kraft anzuwenden. Und es kann dann richtig in die Hand, Finger und so weiter gehen und die Dinger wachsen nicht nach. Also seid bitte vorsichtig, baut keinen Scheiß, okay? Auf der Space bringe ich das natürlich mit Bastelleim, ganz einfacher Holzleim, kriegt ihr überall. Die eine Seite, wie ihr seht, die Unterseite von dem Styrodur ist so geriffelt. Das habe ich natürlich gelassen, weil diese geriffelte Oberfläche beim Leim natürlich besser ist. Also da hält der Leim besser, als wenn es eine gerade Oberfläche wäre. Wichtig ist halt, beim Leim das zu beschweren, damit es auch wirklich sauber eine Fläche ist. Wie ihr seht, hat der Arbeitsplatz sich ein bisschen verändert. Ich habe da so Pappe-Dinger auf den Tisch geklebt mit Malerkrepp, damit der Tisch einfach sauber bleibt. Das ist alles. Weil ich ja jetzt doch viel mit Leim und so arbeiten werde. Ich mache natürlich jetzt auch wieder die Hartfaserplatten, die ich geschenkt bekommen habe von einem Kollegen, drauf, damit eben die Geländestücke alle zusammenpassen. Es ist ziemlich nervig mit diesen Dingern zu arbeiten, weil die halt so grob faserig sind und nicht so wahnsinnig stabil sind. Und da muss ich halt ständig mit dem Finger nachdrücken und verbessern und also es hat echt Nerven gekostet. Aber ich finde, das Ergebnis entschuldigt doch einiges davon. Ihr seht, da geht immer wieder mal was weg. Es sieht witzig aus, wenn man jetzt zuschaut. Das hat aber trotzdem echt genervt. Ja, der Leim ist ja so oder so wahnsinnig wichtig. Wegen dem Styrodur auch. Wissen auch die meisten von euch, ich bin so Chemie an Styrodur rankommt, dann ist es so, als würde es schmelzen. Und dieser Holzleim, der ist ja nicht chemisch, sondern der ist biologisch und der macht dem Styrodur nichts und gibt dem Styrodur genauso wie den Hartfaserplatten ja so eine harte Schicht. Also wenn der Leim ausgetrocknet ist, wird es hart, aber das wissen ja die meisten von euch sowieso. Ja, ich bin jetzt fast fertig mit dem Kleben, mit den Hartfaserplatten. Ich habe noch ein paar so in der Mitte durchgeschnitten bzw. gerupft, damit die Oberfläche halt eben auch diese, ja, dieses wellige Form, ja, so wie ihr jetzt seht, so wellig ist und nicht gerade ist. Das sieht ziemlich konfus aus. Nicht wahnsinnig überlegt, aber das ist meistens, und das kennt ihr auch, wenn ihr irgendwas baut, am Schluss, wenn die Farbe drauf ist, sieht es dann wieder ganz anders aus.
ich habe jetzt Leim mit Wasser gemischt und das ist eben damit angestrichen und streue eben einen Sandmix darüber. Das ist tatsächlich Vogelsand, Reisblätter, als Sandalternativ. Ja, jetzt kommt es nicht durch die Farbe drauf. Das ist die Farbe, die ich mir als den anderen zusammengemischt habe. Um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Tiefe zu geben, werde ich das jetzt alles nochmal brushen. Zuerst mit Orange und dann mit Gelb. Damit halt die Farbe drauf. Und da das ein Eckgeländestück ist, werde ich jetzt noch an den Seiten die Fläche anbringen. Ich wollte zuerst so ein bisschen schwarz machen und habe dann aber noch eine Holzbeize entdeckt, die rumlag, und zwar Mahagoni, das ist so dunkelrot, wie ihr jetzt da sehen werdet. Ja, ich finde, es sieht edler aus, als wenn man einfach nur alles schwarz machen würde. Allerdings musste ich da auch zweimal drüber gehen, damit die Farbe halt wirklich, ja, rauskommt und so geil aussieht. Ich habe als Trick, habe ich da halt wieder meinen Föhn Hilfe genommen und dadurch konnte halt alles wesentlich schneller trocknen, wie ihr seht. Die Beize, die ich da benutze, ist auf Wasserbasis. Die bekommt ihr auch in jedem Baumarkt oder so. Das sind so kleine Tüten, die man mit heißem, kochendem Wasser zusammenmischt und dann stehen lässt und dann kann man es benutzen, wenn es abgekühlt ist. Ist nicht teuer und ist wirklich sehr elegant. Also wenn ihr mal so einen Tisch bauen wollt, so ein Spieltisch oder irgendwie was, und ihr Beize benutzen könnt, es gibt in jedem Farben, also auch blau, schwarz, grün, gelb. Und es sieht halt schöner aus, als wenn man mit dem Holz einfach nur eine kleine Farbe hat. Um die Fälle von den Seiten zu testen, das macht das. Das hat an manchen Stellen sehr gut funktioniert, an manchen Stellen nicht so gut funktioniert. Da muss ich halt einfach nochmal nachgeben, aber am Schluss hat das alles gut ausgesehen, voll klar, aber ich wusste mir nicht anders zu helfen. Das Blöde ist halt, ich konnte ja keine Stropfen oder sowas benutzen, weil ich dann mir ja die Farbe auf der anderen Seite verletzen würde oder so. Und wenn ich jetzt irgendwelche Klemmen oder Nägel genommen hätte, um das Krepp besser zu befestigen, gäbe es dann wieder Löcher in dem Geländestück. Ja, und deswegen habe ich es halt einfach so gemacht. Und wie ihr seht, war es am Schluss ja ziemlich eingepackt. Egal, Hauptsache es hat geholfen. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Ich habe das dann nur noch mit Klarlack versiegelt. Das ist den Klarlack, den ich immer benutze. Das ist dieser Parkettlack, der stoßfest. Ist zwar ein bisschen, ja, nicht ganz matt, sag ich jetzt mal, kenn ich schon erwähnt. Aber das kann man mit einem, wenn der Dose matten Klarlack, kriegt man das dann auch wieder weg. Ja, also mir gefällt das Stück wirklich sehr gut. Es passt sehr gut zu den anderen Sachen, die ich gemacht habe. Ja, und das war's dann auch schon. Also, Freunde, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.